Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Catrice Adventskalender. Das ist der DIY Christmas Collection Number 1. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Catrice hat dieses Jahr auch wieder verschiedene DIY Adventskalender rausgebracht. Ich würde mich mega freuen, wenn die mal einen rausbringen, so wie Essence das ja auch macht, ne? Wo die wirklich auch neue Produkte drin haben und auch vielleicht Adventskalender. Kalender, exklusive Produkte. Naja, hier haben wir, ist das jetzt eine Restrampe? Ich weiß es nicht. Also wir haben sehr viele Produkte hier drin enthalten, die tatsächlich auch schon ausgelistet sind. Aber wir haben nur Full-Sizes drin und wir haben hier auch immer sehr, sehr hohen Warenwert drin enthalten. Ich verlinke euch diese Variante gerne mal in der Infobox. Ihr findet zum Beispiel auch bei Purish andere Varianten. Ich glaube, da gilt auch aktuell Claudis Welt 10 drauf. Da könnt ihr ja im Sale gerade richtig absahen. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, hier möchte ich aber mal mit euch einen Blick reinwerfen. Wenn man den öffnet, ist das Ganze ohne viel Verpackungsfüllmaterial oder so, sondern nur mit dieser, mit diesem Butterbrotpapier abgedeckt. Wir haben die Zahlen von 1 bis 24 am Start. Wir haben hier auch 24 Tütchen drin und da kannst du halt auch selber entscheiden. Möchtest du das hier als Adventskalender machen oder möchtest du einen Teil der Produkte selber behalten, einen Teil davon als Adventskalender weitergeben und den Rest auffüllen? Das ist halt ja ganz nett. Ne? Und ich habe hinten hinter mir eher wie ein Stehen. Da werden wir die Produkte auch entsprechend drauf drapieren und mal schauen, was hier so drin ist. Eine Lidschattenpalette ist hier am Start. Das ist die The Nude Mauve Palette. Ich weiß nicht, ob das sogar eine von denen gar nicht mal so super alten Varianten ist. Ne? Also die Catrice Palette, die ich ganz damals auch mal hatte, die war auch ähnlich, aber die war in die Bronze-Richtung. Ich finde die ganz schön gestaltet mit den kühlen Tönen. Ich finde auch hier die Schimmertöne sehr ansprechend. Mir persönlich ein bisschen zu wenig Schimmertöne, aber ich glaube, viele freuen sich drüber. Also kommt es natürlich auf die sehr, sehr gute Seite. Als nächstes habe ich hier drin ein Blue Light Protection Produkt. Catrice Energy Superfruit Plus Protection Serum mit Acai, Goji und Vitamin E. Das ist einmal dieses Produkt, was man als Serum dann wahrscheinlich verwendet und jetzt nicht unbedingt als Primer, genau, als Face Serum steht hier auch drauf. Ja, und das ist halt gegen dieses ganze Blue Light Gedönsen und so. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht genau zu tief oder nicht tief genug into it, um euch sagen zu können, ob das wirklich alles was bringt und womit das alles so wirkt und so. Ich habe euch hier ein Video über Wirkstoffe gemacht, da habe ich so die Top 10 Wirkstoffe mir mal rausgesucht. Auf jeden Fall, ja, ist das ein gutes Produkt, würde ich sagen, an und für sich, oder? Da freut man sich doch eigentlich auch drüber. Dann haben wir hier Monolidschatten drin. Oh, den hätte ich jetzt als gut gesehen, aber er ist leider gebrochen, deswegen ist er leider nicht mehr gut. Ja, schade. Also ich finde die Farbe sehr schön, muss ich sagen. Aber der ist halt gebrochen, ne? Das liegt halt an der mangelhaften Verpackung. Aber trotzdem wäre das ein positives Produkt. Und ich habe hier auch noch einen in einer anderen Farbe. Das ist so ein moviger Ton, 370 Blazing Berry. Das ist auch schön. Also solange wir da jetzt nicht irgendwie von einer Kategorie drei Stück haben, bin ich da fein mit, muss ich sagen. Da kommen wir gleich zu, wenn wir bei den Nagellacken wahrscheinlich ankommen. Ne? Das hier finde ich richtig gut. Das ist das Poreless Perfection Powder. Das ist eine gute Alternative. Man darf es ja mittlerweile nicht mehr anders sagen. Zum Beispiel dem Nabla Close-Up Powder, das Press Powder. Das habe ich selber nämlich, also dieses hier, das Poreless Perfection Powder, habe ich selber da mit einem fetten Hit the Pan. Und auch das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder. Ne? Das kann man sich auf jeden Fall mal dann angucken. Vielleicht hat man ja auch beide dann da, wenn man den Adventskalender öffnet. Dann sieht man auch die entsprechenden, wie das so auf dem Gesicht halt so rüberkommt. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt. Dann habe ich hier einen Blush drin enthalten, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist die Blushbox Glowing and Multicolor in einer schönen Farbe, die ich glaube ich auch habe. 020 It's Wine O'Clock. Ja, wirklich eine schöne Farbe, die man dann auch relativ gut sehen kann, weil die nicht zu hell ist. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch relativ helle von in dieser Blushbox-Geschichte. Aber das ist natürlich aus dem alten Sortiment. Das heißt, es gibt es so nicht mehr. Ist aber ein schönes Produkt. Auch cool ist hier tatsächlich noch eine Konturpalette drin. Auch die müsste ich da haben. Habe ich aus einem anderen Catrice Adventskalender mir rausgefischt. Da hast du Kontur, Bronze und Highlight drin enthalten. Ist natürlich schwierig, weil das nicht jeder Person, die den Adventskalender öffnet, natürlich farbtechnisch passen wird. Trotzdem ist es ein gutes Produkt.
Also bislang auch wirklich nur gute Produkte drin. Jetzt kommen wir mal zu den, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal zu den kritischen Sachen weiter. Hier habe ich jetzt erstmal ein paar Nagellacke, die ich jetzt auch mal erst alle zusammen mal rausfische. Ne? Also die farbigen auf jeden Fall. Huch, das hier sind Nagelpflegesachen. Also positiv, was ich hier auch so drin sehe, wir haben halt keine klassischen Füllprodukte oder so. Das ist schön, ne? So, ich habe jetzt hier viermal diese Iconail-Geschichten. Ja. Da würde ich sagen, ist dieser dann auch der, der dann als nicht so gutes Produkt durchgeht, weil das ist ja der vierte dann in Anführungsstrichen. Und die Farbe ist halt auch wirklich übel, ne? Also, nö. Die Farbe finde ich ganz schön. Das ist 114 Bring Me to Morocco, ne? Das ist wirklich so ein richtiges Tomatenrot. Fast schon orange. Ja, ist cool. Ich muss mir was trinken. Nämlich ziemlich erkältet. Das ist auch eine gewöhnungsbedürftige Farbe, eher so ein Matsch-Lila Ready Set Taupe. Ja gut, also Taupe ist jetzt für mich eher auch was anderes, aber gut, ja, soll dann Taupe sein, dann ist man so. Und das finde ich sehr schön, sowas mag ich ja gerne. Mint to be, die 121, ne, das ist halt voll mein Vibe, das muss ich jetzt natürlich hart feiern. ja, aber natürlich sehr viele Nagelprodukte, weil wir hier auch nochmal zwei Stück drin haben. Das ist einmal mit Glykolsäure und Yuzu, ein Nail Repair Strengthening Rich Filler, also ein Rillenfüller, wenn man halt so ein bisschen brüchige Nägel hat, ist das ganz gut. Und das ist aber cool, Long Lasting Matte Top Coat. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir so nicht mehr im Standardsortiment finden, aber was jetzt dieses Jahr auch vermehrt in Adventskalendern drin war. Ne? So nach dem Motto, ach Mensch, wir sind Catrice und wir hatten das mal, hi übrigens, wir packen es mal in die Adventskalender rein, keine Ahnung. Richtig geil finde ich eine Mascara in einem Adventskalender, das ist die Allround Mascara. Sieht so aus, Bürstchen kann ich euch natürlich einblenden, hier wird aber weiter wandern, weil ich habe schon einige von Catrice da. Und wenn es halt Mascaras sind, die jetzt nicht so unbedingt im Standardsortiment sind, ist es für mich immer schwierig, die für euch dann auch immer zu reviewen und so, ne? Weil dann könnt ihr die gegebenenfalls auch nicht irgendwie euch nachbesorgen. Ne? Sowas finde ich auch ganz schön. Deep Puffing Eye Serum Hydro 1,5% Hyaluronsäure. Das hilft dann ganz schön gegen diese Trockenheitsfältchen von außen. Ne? Kannst du einfach ganz klassisch auch unter eine Augencreme drunter machen. Hier hast du sogar so einen Metallroller. Das finde ich richtig toll. Und Sammy nicht so, der hat sich gerade geschüttelt, aber der braucht das ja auch nicht. Der ist ja von Natur aus so schön, ne? Der hat auch keine Falten um die Augen herum, auch wenn er dieses Jahr schon 9 Jahre alt wird. Der junge Mann hier, ne? Okay, so. Hier habe ich was drin, was ich per se toll finde, aber halt schwierig von der Farbe her. Medium Brown 020 von dem Brow Definer Brush Pen ist jetzt nicht so unbedingt mein Vibe. Also wirklich, hier geht die Party heute echt ab, ne? Schaut so aus. Ich würde es jetzt einfach mal als Mittel einstufen. Klar, man kann halt sehen, was in dem Adventskalender drin enthalten ist, wenn man online schaut. Trotzdem. So, dann haben wir hier zweimal diesen Volumizing Lip Booster enthalten in zwei verschiedenen Farben. Einmal ist es das Ice Ice Baby und einmal Every Berry's Darling. Das schaut, also die schauen so aus. Schöne Produkte, wenn man halt dieses Plumping mag, ne? Also zwei Lipglosse finde ich okay. Ist quasi so gut bis Mitte, weil wir haben hier noch super viele andere Lippies. Dann nehme ich jetzt erstmal die drei gleichen hier raus. Das sind die, nee, die sind aber Gott sei Dank in unterschiedlichen Farben. Das gab es auch schon mal anders. Plumping Gel, nein, Power Plumping Gel Lipstick habe ich in der Farbe 040, 020 und 030 in der Flower and Herb Edition. Also das sind dann die Töne, so ein, ja, Rot, Weihnachtsrot, ein Altrosa und ein nahezu Pinkton. Ist okay. Vielleicht den roten auf die nicht ganz so gut Seite, weil ich weiß, dass viele von euch da nicht so drauf abfahren. Ich wohl. und zwei so quasi mittig, weil es sind schon sehr viele Lippenprodukte, denn ich habe hier noch zwei weitere. Ja, das ist wirklich viel, ne? Finde ich persönlich geil. I carried a watermelon. Ich habe eine Wassermelone getragen. Watermelon Shine Glow Lip Balm. An und für sich auch wieder toll, aber halt noch ein Lippenprodukt. Nochmal das... Nee, das ist ein bisschen viel. Und dann habe ich hier noch Powerful 5 Lip Care. Das ist toll. In der Farbe Charming Rose. Halt eine Lippenpflege. Also das hier würde ich tatsächlich auf den, ja, ist gut Haufen packen. Und das hier auf leider, leider, ist nicht so gut.
Was ich aber, glaube ich, ganz gut finde, ist das hier, oder? Plumping Lip Liner, genau. Das ist richtig cool. Translucent Grace. Das kannst du nämlich zu jeder Lippenfarbe tragen. Das ist super praktisch. Es ist ein Lip Liner, der wirklich universell ist. Und Lip Liner sind halt dafür da, um zum Beispiel, also, ich bin 34 Jahre alt, ich habe Lippenfältchen, ne? Und wenn ich halt einen Liquid Lipstick drauf mache, dann kann es sehr gut sein, dass er so in die Fältchen reinläuft. Und das sieht dann irgendwann echt nicht gar nicht so schön aus. Das sieht sehr unruhig aus. Und deswegen nimmt man halt als Begrenzung quasi so einen Lip Liner. Und das ist sehr, sehr cool, wenn du einfach so einen durchsichtigen hast, weil das kannst du dann wirklich für alle möglichen Farben verwenden. Im Prinzip kann man dann alle anderen, die man hat, zur Seite legen, ne? Das ist schon cool, muss ich wirklich sagen. Und wenn ich mir jetzt auch so angucke, ja, der Adventskalender ist leer, dass wir diese Produkte in dem Adventskalender drin haben, ist es schon cooler. Wir haben sehr viele Lippen- und Nagelprodukte drin, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist wahrscheinlich für viele nicht so geil. Aber wie gesagt, du kannst auch den Adventskalender für 38,95 die halt holen bei DM. Und dann vielleicht ein paar Produkte austauschen, entweder mit Schoki oder, keine Ahnung, mit anderen, mit einer Limited Edition oder sowas, was du halt gerade so online, was du im Laden findest oder halt auch online, ja. Und dann den Adventskalender individuell gestalten. Das nur so als Tipp, weil ich weiß halt auch, dass viele dieser Adventskalender-Videos schauen, um einen Adventskalender zu verschenken. Also ich habe auch schon sehr viele Nachrichten tatsächlich von Männern bekommen. Leute, dein Mann kann gegebenenfalls mir eine Nachricht geschrieben haben, welchen Adventskalender ich empfehlen kann. Richtig cool. Also ich feiere das total, weil ich glaube, dass ich damit vielen so die Zeit auch versüßen konnte. Nun, auf jeden Fall, ja. Das so als kleiner Tipp am Rande. Man kann auch mehrere Adventskalender natürlich kaufen, die durchmixen und dann quasi 5 Adventskalender kaufen für 5 Personen, aber die halt komplett durchmixen. Ne? Ihr macht das schon. Ihr könnt das. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, echt genauso wie ich ganz schön into it. Ich habe schon über 120 Adventskalender hier online gestellt. Da ist die Auswahl sehr groß. Catrice finde ich okay, aber halt nur so als, ich nehme ihn als, ich pflück ihn auseinander Kalender. Also ich würde ihn jetzt nicht so als Adventskalender verschenken. Nun, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.